Heute zeige ich euch eine unkomplizierte Zubereitungsart, wie man super leckeren Orangencurd selber machen kann. Und bei diesem Rezept verzichte ich komplett auf das Ei. Neben den Orangen benötigen wir für dieses Rezept noch Butter, etwas Sahne, Zucker, Stärke. Ich nehme hier gerne Weizenstärke, etwas Vanille und etwas Zimt zum Würzen. Alle genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Infobox. Achtet darauf, dass mindestens 2 von den Orangen unbehandelt sein sollten, weil wir den Abrieb von diesen 2 Orangen benötigen. Diese habe ich natürlich vorher noch mit heißem Wasser abgewaschen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, unbehandelte Biofrüchte zu nehmen. Wenn dieser Schritt erledigt ist, presse ich die Orangen aus. Wir benötigen genau 300 ml Orangensaft. Diese Menge kommt bei 3 großen Orangen normalerweise locker raus. Man sollte aber zur Sicherheit noch eine 4. Orange da haben, falls die Menge an Saft nicht reichen sollte. Den frisch gepressten Saft gebe ich in einen kleinen Topf zusammen mit dem Orangenabrieb, dem Zucker und den Gewürzen. Das Ganze verrühre ich kurz und gebe es dann schon auf den Herd. Das Ganze sollte jetzt aufkochen und für ca. 5, 6, 7 Minuten köcheln, damit die Orangenschalen ihr Aroma abgeben können. In der Zwischenzeit verrühre ich die Sahne mit der Weizenstärke zu einer glatten Masse. Dafür benutze ich meistens eine Gabel. Das geht dann immer ganz praktisch. Diese Mischung wird unser Eiersatz sein und dafür sorgen, dass der Orangencurd auch eine schöne, dickflüssige Masse wird. So müssen wir auch nicht minutenlang die Orangencreme über einem Wasserbad aufschlagen, denn mit Eiern wird das ja meistens so hergestellt. Das Ganze ist ziemlich aufwendig, aber diese Art der Zubereitung ist wirklich super easy. In den heißen Orangensaft gebe ich jetzt ein großes Stückchen Butter und lasse das darin schmelzen. Wie gesagt, findet ihr die genauen Mengenangaben der Zutaten unten in der Infobox. Wenn die Butter geschmolzen ist, gebe ich auch noch die Sahne-Stärke-Mischung hinzu und rühre das Ganze natürlich ganz schnell unter, lasse die Orangencreme noch einmal aufkochen und drehe dann die Herdplatte aus, beziehungsweise ihr könnt auch den Topf sofort von der Herdplatte runternehmen, dann ist die Creme nämlich auch schon fertig und kann in saubere Einmachgläser gefüllt werden. Wenn die Orangencreme auf Zimmertemperatur runtergekommen ist, sollte sie natürlich im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und man sollte sie auch innerhalb von ein paar Tagen aufbrauchen, was aber bestimmt kein Problem sein wird, da diese Orangencreme wirklich total, total lecker schmeckt. Sie ist ein hervorragender Brotaufstrich, aber genauso gut kann man sie auch zum Backen verwenden. Ein sehr leckeres Rezept, wo diese Orangencreme Verwendung findet, zeige ich euch in den kommenden Tagen. Also unbedingt dranbleiben und meinen Kanal abonnieren, um keine Rezeptvideos von mir zu verpassen. Über einen Daumen hoch freue ich mich sehr und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!